Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem nächsten kleinen Foodhaul. Und zwar war ich im Rewe einkaufen. Dabei habe ich ein paar wirklich gute Schnäppchen gemacht. So, gestartet bin ich bei meinem Einkauf wie immer in der Grabbelbox und da habe ich von Greenforce eine Packung Mini-Frikadellen bekommen mit 30% Rabatt und zwei Packungen Cevapcici. Die kosten jeweils regulär 2,99 € und es gab dann 90 Cent Rabatt auf jede Packung. Richtig super. Die Cevapcici wird es dann morgen geben, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, heute geben. Und dazu werde ich Tzatziki selbst machen und Bulgursalat mit Paprika, Tomate und Gewürzen. Gut, und für die Cevapcici habe ich dann Joghurt geholt, milden mit 3,5% Fett. Eigentlich wollte ich ja jetzt immer den Bio-Joghurt kaufen, aber unser Rewe war komplett geplündert und ich habe keinen Bio-Joghurt mehr bekommen. Nur noch fettarmen, fettarmen Joghurt kaufe ich nicht. Also habe ich dann den von Ja genommen. Der hat 89 Cent gekostet oder 85 Cent, ich glaube 89 Cent. Dann für meinen Bulgursalat eine Tomate. Die sind recht teuer gewesen. 2,79 € das Kilo, glaube ich. Und die einzelne Tomate hat jetzt 28 Cent gekostet. Für meinen Mann Butterkekse. Vorgestern habe ich, beziehungsweise Montag habe ich Vollkornbutterkekse geholt, weil am Wochenende meinte er total Lust auf Butterkekse. Und dann dachte ich, naja, wenn dann ein bisschen gesünder. Haben mir mal überhaupt nicht geschmeckt, obwohl er die mittlerweile komplett aufgegessen hat. Und deswegen habe ich ihm dann neue, ganz normale Butterkekse geholt. Dann für mich, für mein Frühstück, vegane Salami. Ich habe noch vegane Wurst im Kühlschrank. Letzte Woche habe ich für 1,11 € veganen Hühneraufschnitt bekommen. Ich glaube, das ist von Müller oder so. Oder Rügenwalder, weiß nicht mehr so genau. Ja, ihr kennt auf jeden Fall die vegane Wurst. Das hatte 1,11 € gekostet, da habe ich eine Packung mitgenommen. Und im Pennymarkt habe ich am Samstag Eieraufstrich und Wurstsalat bekommen. Auch in vegan mit 30% Rabatt. Und noch veganes Hackfleisch. Das war aber regulär runtergesetzt auf 2,08 €. Da gibt es ja aktuell diese Aktion, dass vegane Artikel günstiger werden. Das freut mich wirklich. Das liegt aber auch noch im Kühlschrank. Da habe ich leider kein Video zu gemacht. Dann von der Käsetheke Cheddar für 1,50 €, das war im Angebot. Dann noch fürs Frühstück vegane Fleischwurst, die wollte ich mal probieren. 1,99 € kostet die und ich habe 60 Cent Rabatt bekommen. Die habe ich noch nicht gehabt, da bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Nein. Und fürs Tzatziki, das ich selbst mache, Knoblauch. Wir hatten nämlich gar keins mehr. Ich glaube, das hat 1,29 € gekostet. Ah ja, und die Butterkekse 1,89 €. Mittlerweile auch erstaunlich teuer. Die gesamten Sachen. Naja, mit allem anderen bin ich sehr zufrieden. Was ihr nicht sehen könnt, ist eine Schlangengurke. Die habe ich schon gerieben fürs Tzatziki. Die soll ja Wasser lassen. Deswegen ist sie schon verarbeitet in gewisser Weise, also dem ersten Arbeitsschritt für das Tzatziki. Die hat nur 49 Cent gekostet. Das war wirklich sehr, sehr, sehr günstig. Weiß auch nicht genau, was da momentan los ist, warum manche Sachen so günstig sind und andere nicht. Weil ich glaube, Gurkensaison ist auch schon vorbei. Naja, egal. Auf jeden Fall konnte ich die gut gebrauchen. Da werde ich heute auf jeden Fall auch nochmal eine mitnehmen, weil ich die komplette Gurke verbraucht habe. Und 49 Cent ist wirklich geschenkt. Ich benutze sie ja gerne für mein Sandwich, das ich morgens esse. Oder mit auf die Arbeit nehmen. Aber aktuell esse ich auf der Arbeit tatsächlich nur einen Apfel und gegebenenfalls noch einen Proteinriegel. Und esse dann abends erst, wenn ich nach Hause komme, und was Ordentliches. Auf der Arbeit gibt es auch sehr viele Süßigkeiten. Da habe ich mich hinreißen lassen. Das war aber natürlich, ist natürlich nicht so gesund. Das möchte ich jetzt auch weiter reduzieren. Naja, okay. Ich schweife auf jeden Fall wieder ab. Gut, ich muss sagen, die Arthrose in meinen Händen quält mich. Ich glaube, ich werde mir doch einen anderen Job suchen müssen, weil ich mit schmerzenden Händen aktuell jeden Tag aufwache.
Aber dafür versuche ich jetzt auch Übungen zu machen und einen Termin beim Orthopäden zu bekommen und den Zucker weiter zu reduzieren. Deswegen möchte ich eigentlich aufhören, Süßigkeiten zu essen. Naja, gut. Aber ich jammer wieder rum. Gut, ich wünsche euch einen schönen Wochenmitte. Wir hören uns eventuell bei meinem nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.